habe also Bier immer schon, wie man heute sagt, aus einer Bierlaune heraus und mich entdeckt. Ist das ein klasse Steffi? Trinken wir einen Schluck zusammen? Ja. Prost zum Wohl. Zugegeben, noch erinnert hier nichts an ein kühles Bierchen. Mit Hitze und Wasser wird zunächst den Bierflaschen beim Ausspülen, Abwaschen und Ablösen der alten Etiketten zu Leibe gerückt. In der Waschanlage der ältesten Brauerei Hessens in Bad Arolsen. Das Hofbrauhaus ist eine von nur 62 Braustätten in Hessen. Klein, aber mit sehr langer Brautradition. Bereits 1131 soll hier in einem Kloster Bier gebraut worden sein. Um Dunkelbier, Edelbock und das Arolser Pils kümmert sich heute Martin Erasmi. So, der Braumeister muss sein Bier natürlich auch probieren. Kontrolle ist das Wichtigste. Und das bei immerhin 7500 Flaschen in der Stunde. Kohlensäure und der Schaum sehen sehr gut aus. Der Fachmann ist zufrieden mit seiner Arbeit. Ach, und lecker ist das. Gebraut wird nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Hopfen, Malz und reines Wasser, später kam noch Hefe hinzu. Besiegelt mit dem Etikett des Arolser Hofbrauhauses. Es ist ein rundes, schön hopfenaromatisches Bier, was es hier in Nordhessen eigentlich so nicht mehr gibt. Wir haben heute ungefähr 15 Paletten gemacht, was so der Menge von etwa 2500 Litern entspricht. Ich habe also Bier immer schon, wie man heute sagt, aus einer Bierlaune heraus so für mich entdeckt und muss sagen, ich identifiziere mich auch sehr mit der Tradition der kleinen handwerklichen Betriebe und die Herausforderungen, die da in einen gestellt werden, sind natürlich auch immer wieder sehr reizvoll und jeder Tag ist anders und es ist einfach schön. Nur 17 Brauereien gibt es in Hessen, die über 5000 Hektoliter im Jahr produzieren. So wie das Hofbrauhaus, das im Besitz der Familie Brühne ist. 25. Mai 2010. Und ich denke, das sieht hier auf der Flasche schon sehr schön aus. Die Kunden können hier zu Jubiläen oder Festen eigene Etiketten bestellen. Zwei Brüder führen die Brauerei, zu der auch Hotel und Gaststätte gehören. Die Arbeit ist genau aufgeteilt, auch wenn sie hier für die Schützenfestplanung gemeinsam am Tisch sitzen. Ja, ich kümmere mich vor allem um die kaufmännischen Belange. Also ich bin praktisch für die Grobarbeiten zuständig. Mache also die Finanzbuchhaltung, mache auch ein bisschen das Marketing mit. Stapler fahren, Bier rausbringen. Produktion, auch beim Brauen helfen. Und ja, damit bin ich eigentlich schon ganz gut ausgelastet, weil ich neben der Brauerei mich auch noch ein bisschen ums Hotel kümmere. Auch meine Kundschaft gucken, Kundenbetreuung, so, das ist dann halt mit meiner Aufgabe. Vor 100 Jahren war es Urgroßvater Brühne, der die Brauerei vom Fürsten zu Waldeck kaufte. Sie ist noch immer im Familienbesitz, auch dank des Einsatzes seiner Urenkel. Doch zunächst geht es jetzt um eine ganz andere Entwicklung in einer Schnapsbrennerei. Das ist die berühmt-berüchtigte unfallträchtige Hessenkurve. Die hätte mich fast die Existenz meines Betriebes gekostet. Die vielen Unfälle in Mömbris-Niedersteinbach rufen immer wieder die Polizei auf den Plan. Und die bayerische Polizeistation ist näher dran. Deshalb sollte die hessische Straße samt Arno Dirkers Brennerei an Bayern fallen. Der bayerische Zoll wollte die bautechnischen Grundlagen der Brennerei nicht genehmigen und deshalb bin ich mit meiner Brennerei jetzt in Hessen gut aufgehoben. Denn Arno Dirker gelang es mit einem Trick, den geplanten Landtausch zu verhindern. Er baute ein Wohnhaus auf sein Grundstück und bewohntes Gebiet darf nicht so einfach getauscht werden. Dem Himmel sei Dank. Deshalb errichtete Dirker direkt neben seinem Haus eine Kapelle. Bestimmt wirkt sich der Segen von oben positiv aufs Geschäft aus. Jedenfalls haben Dirkers Angestellte alle Hände voll zu tun. Die Nüsse werden für den Walnussgeist vorbereitet. Also unser Chef legt große Wert auf Handarbeit und auch auf die Nüsse, dass die Nüsse aus der Region stammen, dass sich dann auch in der Qualität vom Produkt widerspiegelt.
Arno Dirker lässt die Nüsse ein Jahr lang in 96%igem Alkohol einweichen. So lange dauert es, bis die fetten Walnüsse ihr Aroma abgeben. Auf dieselbe Art und Weise entstehen hier im Branntweinlager auch andere außergewöhnliche Geiste. Dirker verarbeitet Steinpilze, Pfefferminze, Knoblauch oder Tannenspitzen. 129 Brennereien gibt es in Hessen. Davon sind knapp die Hälfte professionelle Verschlussbrennereien, wie die von Arno Dirker. Das heißt, die Brennanlage ist verplombt und wird von der Zollbehörde genau kontrolliert. Für den produzierten Alkohol muss Dirker Branntweinsteuer bezahlen. Heute sind Birnen dran. Auf seinen Plantagen baut Dirker ganz besondere, alte Obstsorten an. Vor einem halben Jahr schon sind diese Birnen zerkleinert und vergoren worden. Ja, hier haben wir die köstliche von Chanet hineingefüllt, eine Birnensorte, die hier in der Region angebaut wird. Wir werden daraus einen Schnaps destillieren und die Destillationsdauer wird ungefähr 5 bis 6 Stunden dauern. Der gelernte Zimmermann ist eigentlich mehr zufällig zur Brennerei gekommen, weil er von den Eltern große Streuobstwiesen geerbt hat. Aufgrund von Absatzschwierigkeiten im Tafelobstbereich konnten wir vor 20 Jahren unser Obst nicht mehr vermarkten und haben es eingemeischt, zu einem befreundeten Brenner gebracht und dort zu Schnaps destillieren lassen. Dabei habe ich festgestellt, dass ich eine besondere Begabung habe und die einzelnen Alkohole anhand ihrem Geruch unterscheiden kann. Und diese Begabung habe ich mir zunutze gemacht und somit meinen Betrieb gegründet. Und bald hagelte es Preise für seine ausgezeichneten Obstbrände. Heute ist Dirker einer der erfolgreichsten Brenner in ganz Deutschland und hat auch schon mehrmals die Auszeichnung Bester Brenner Europas erhalten. Also dann, mein lieber Franz, zum Wohl. Weiß ich auch noch. Prost. Ist das ein klasse Steffi? Hier lagern die edelsten Obstbrände, Liköre und Geister. Die Auswahl ist enorm. Etwa 100 Sorten hat Dirker im Angebot. Für jede Flasche hat er Früchte von höchster Qualität verwendet. Außerdem achtet er beim Brennen darauf, dass nur der beste Tropfen in die Flasche kommt. Und sogar wenn der Schnaps schon abgefüllt ist, bekommt er noch eine persönliche Note von Dirker. Denn die Etiketten entwirft und zeichnet der Chef selbst. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Deshalb bietet Arno Dirker seinen Kunden die Möglichkeit, Hochprozentiges ausgiebig zu verkosten, bevor sie sich entscheiden. Diese Damen machen bei einem Ratespiel mit. Sie haben Flaschen ohne Etikett vor sich und müssen herausfinden, was sie gerade verkosten. Gar nicht so einfach. Wer richtig getippt hat, darf seinen Lieblingsschnaps im Flachmann mit nach Hause nehmen. Und was ist mittlerweile aus dem Birnengeist geworden? Arno Dirker zapft sich eine Probiermenge ab, denn nur so kann er feststellen, wann der Schnaps fertig ist. Sehr lecker. Ganz tolle Birne. Der Edelbrenner Arno Dirker hat die richtige Birne für seinen Schnaps gefunden. Im Staatsarchiv von Marburg begibt sich Dirk Brühne vom Hofbrauhaus Arolsen auf eine andere Art von Suche, nach Spuren der Vergangenheit. Ich hoffe, etwas über die Geschichte unseres Hauses zu erfahren. Vielleicht sehe ich ja hier die Gründungsurkunde vom Kloster und auch vielleicht den Kaufvertrag meines Urgroßvaters, den er mit der Domanialverwaltung geschlossen hat. Und tatsächlich scheint sich der Weg gelohnt zu haben. Dr. Karl Murg vom Staatsarchiv kann ihm ein zerbrechliches Pergament zeigen. Die Urkunde ist die Gründung eines Klosters. Und hier haben wir noch dann ein sehr prächtiges, ausdrucksstarkes Siegel des Ausstellers Bernhard von Paderborn. Das ist der erste Beleg für die Existenz Arolsens, urkundliche Beleg. Ganz wichtig, das Ausstellungsdatum 1131. Das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass schon früh in Arolsen Bier gebraut worden ist. Vielleicht schon ab 1131, weil ja doch in allen Klöstern Bier gebraut worden ist, kann man ja von Arolsen auch davon ausgehen.
Es gibt sie, die Gründungsurkunde. Und dass sein Urgroßvater, Braumeister Heinrich Brühne, vor 100 Jahren die Brauerei kaufte, selbst das bekommt Dirk Brühne hier schwarz auf weiß. Da habe ich ja den Vertrag. Aros am 24. August 1909. Und unterschrieben hat es gezeichnet Freier von Hadeln, H. Brühne, Fürstlich-Waldische Domanialverwaltung in Vertretung, gezeichnet Domanialrat Rösener. Und damit habe ich das, was ich gesucht habe. Von seiner Familie haben die Brühnes das Hofbrauhaus gekauft. Fürst Wittekind zu Waldeck und Pyrmont. Das Residenzschloss steht seit rund 300 Jahren da, wo einst im Kloster Aroldessen die Nonnen Bier brauten. Aus der Klosterbrauerei wurde nach der Reformation ein gräfliches, dann ein fürstliches Hofbrauhaus. 1729 verpachteten die Fürsten erstmals das Braurecht. Erst 15 Jahre später wurde in Seligenstadt die älteste Brauerei Südhessens gegründet. Der markante Hochspeicher liegt mitten in der Altstadt. Neben dem Eingang das Stammhaus aus dem 18. Jahrhundert, heute ein Restaurant. Robert Glab leitet die einzige Privatbrauerei des Rhein-Main-Gebietes. Im Hintergrund sehen Sie das Stammhaus und da ist der heilige Ambrinus abgebildet. Der heilige Ambrinus ist der Schutzpatron der Brauer und mein Urgroßvater wurde dort in den 30er Jahren verewigt und man sieht das Gesicht mit einem markanten Schnurrbart entsprechend hier an unserem Stammhaus. Für Ferdinand Glab, den Urgroßvater, war es Pflicht, den Familienbetrieb zu übernehmen. Für Robert Glab keine Selbstverständlichkeit. Ja, nachdem ich fast 10 Jahre in Norddeutschland gearbeitet hatte und in Mitteldeutschland, hat es mich wieder hergezogen nach Seligenstadt. Klar, die Liebe zum Bier, ich glaube, die wurde mir in die Wiege gelegt. Aber auch die Menschen hier in der Region haben mich wieder zurückgezogen. Und natürlich auch eine enorme Aufgabe, ein Unternehmen zu führen. Robert Glab folgt seinem Urgroßvater in der 9. Generation. Damals wie heute ist der Familie die Qualität ihrer Biere das Wichtigste. Hallo. Hallo. Wir wollen mal gucken, wie es aussieht mit dem Silo, wie weit die Silos noch voll sind und ob die Qualität von der Braugerste aus der Ernte 2009, ob die sich auch gut vermelzen lässt. Malz fürs Bier wird aus Gerste gewonnen. Kontrolle der Malzspeicher auf dem alten Dachboden. Robert Glab ist oft in der Brauerei unterwegs. Es muss nachbestellt werden, und zwar direkt beim Landwirt. Wir haben also seit 2005 diese regionale Braugersteninitiative gerne aufgegriffen mit den Landwirten hier am Ort, um einfach auch den Leuten, die hier wohnen, den Bezug zu dem originären Nahrungsmittel nahezubringen. Und wir mussten leider schon oft feststellen, dass die Leute nicht mehr wissen, dass ein Korn, ein Getreide auf dem Feld wächst, unmittelbar vor der Haustür. Über die Felder, auf denen seine Gerste wächst, kann Robert Glab hier schauen. Von dem alten Malzspeicher aus hat man einen Panoramablick über Seligenstadt. Dass die Brauerei so mitten in der Altstadt liegt, bringt auch Probleme mit sich. Aufgrund der Expansion unserer Brauerei mussten wir sogar ein Fachwerkhaus versetzen. Eine Seligenstadt Familie hat das hier auf unserem Grundstück abgebaut und wunderschön wieder am Main unten aufgebaut. Unten im Gärkeller kontrolliert Braumeister Gunnar Schütz ständig die Temperatur. Zufrieden mit der Gärung? Ich bin zufrieden. Die Biere werden voraussichtlich am Dienstag zur Schlauchreife sein. Wunderbar, sehr schön. 10.000 Liter fasst so ein Maischebecken. Aber das ist nichts gegen dieses Fass. Wer die 143 Hektoliter Glabsbräu austrinken wollte, die hier hineinpassen, schafft es nur, wenn er sich jeden Tag fast einen Liter Bier genehmigt. Und das etwa 40 Jahre lang. Die Arbeit in diesem Fass ist nicht gerade bequem. Früher ist es tägliche Arbeit der Brauer gewesen, diese Tanks mit Schubber und Bürste zu reinigen. Heutzutage gehen wir nur noch zu Kontrollzwecken einmal im Jahr in diese Tanks. Nebenan, im Restaurant zum römischen Kaiser, dem Stammhaus der Glabsbrauerei, wird schon seit über 250 Jahren gekocht. Nur eines ist neu. Bier kommt jetzt auch in die Pfanne. Ich mache hier ein Schweineröllchen, gefüllt mit Edamer Käse. Da kommt eine Zwickelbiersoße dazu und ein Wirsingtörtchen mit einem Kartoffelknödel.
Gerhard Höflich profitiert davon, dass Brauereichef Glab eine Ausbildung zum Biersommelier gemacht hat und ihn mit ungewöhnlichen Rezeptideen versorgt, wie Forellenfilet in Weizenbierschaum oder Mousse au Malt. Verrückte Vorlieben hatte Glab schon als Student. Ich bin nachmittags gern mal in Café gegangen, habe einen Erdbeerkuchen und Schlagsahne gegessen und dazu ein wunderbares Pilz getrunken. Heute weiß ich nach der Ausbildung zum Biersommelier, dass es eine gute Kombination ist, was Süßes mit dem Herben. Robert Glab will Bierwissen auf höchstem Niveau vermitteln. Biertrinker sollen im Restaurant genauso gut beraten werden wie Weintrinker. Danke. Als Nachtisch haben wir jetzt für Sie ein Mandeleis an Vitamalzschaum. Ist natürlich Nachtisch immer normal was Süßes. Und dazu haben wir ein ganz spezielles Bier, und zwar ein Doppelbock. Wir riechen mal da dran. Riecht ganz anders, süßlicher. Ja. Süßlicher, karamellig. Ein enormes Malzaroma, das sich entfaltet. Ja. Vielleicht schon ein bisschen nach Feige, ein bisschen Weinbeeren kann man vielleicht rausriechen. Und ich würde sagen, wir versuchen das Ganze mal. Zum Wohl. So, zum Wohl. Zum Wohl nochmal. Hier im Stammhaus der Glabs Brauerei greift auch die junge Generation gerne mal zum Gerstensaft. Das hallo Kinder. Hallo. Hallo. Wie schmeckt euch das denn? Lecker. Sehr gut, lecker, ja. Wisst ihr auch, was ihr trinkt? Ja. Vitamalz. Vitamalz? Ja. Mhm. Wisst ihr auch, wer es erfunden hat, das Vitamalz? Nein. Das hat mein Urgroßvater erfunden, vor 70 Jahren. Oh. Hier in Seligenstadt hat er es damals erfunden. Mhm. Und es wurde damals nur in Apotheken verkauft, weil damals hieß das Vitamalz Gesundheitsbier. Aha. Und deswegen wurde es in Apotheken verkauft. Aha. Es hat sehr viel Vitamin B, viel Traubenzucker. Deswegen trinke ich es zu meinen Kindern gerne, aber Sportler trinken es auch sehr, sehr gerne. Cool. Mhm. Trinken wir einen Schluck zusammen? Mhm. Ja. Prost zum Wohl. Nicht nur Malz braucht man, um ein gutes Bier zu brauen. Die Hopfenblüten geben erst die richtige Würze. Und zwar nur die weiblichen. Bestimmte Drüsen auf den Fruchtständen der weiblichen Blüten enthalten Bitterstoffe, ätherische Öle und Gerbstoffe. Wichtig ist es, die Blüten vor der Befruchtung zu ernten, denn sonst gehen diese Aromen verloren. Die ältesten schriftlichen Quellen über Hopfenanbau stammen aus dem frühen Mittelalter. Damals wurde Hopfen auch als Arzneipflanze verwendet, hauptsächlich als Beruhigungs- und Schlafmittel. Seit dem 11. Jahrhundert wird Hopfen auch für die Bierherstellung angebaut, hauptsächlich in Süddeutschland. Aber auch in Neuansbach im Hessenpark gibt es ein Hopfenfeld. Bis auf eine Höhe von 7 Metern wachsen die Pflanzen. Im Spätsommer werden sie dicht über dem Boden abgeschnitten. Dann können die Dolden geerntet werden. Die Hopfenblüten geben dem Bier nicht nur ein besonderes Aroma. Sie tragen wegen ihrer bakterienabtötenden Wirkung auch zur Haltbarkeit des Bieres bei. Bevor es da andere Möglichkeiten gab, war das besonders wichtig. Der Hopfen gehörte schon immer zu einem guten Bier dazu. Früher hatte jede Gaststätte ihre eigene Ranke und die reichte aus, um 300 Liter Bier zu brauen. Solche getrockneten Hopfendolden werden nur noch von kleinen Bierbrauereien verwendet. Die großen nehmen die praktischeren Hopfenpellets. Ob Pellets oder Blüten, bei der Bierherstellung wird der Hopfen dann im sogenannten Sudkessel mitgekocht. Hier kann sich sein Aroma voll entfalten. Und das Aroma können geübte Biergourmets auch erhören, denn je weniger man hört, umso besser. Vorsicht, wenn es laut knistert, dann baut sich der Schaum zu schnell ab. Schlecht für echten Biergenuss. Wer, wie dieser Teilnehmer eines Bierseminars, lernt, wie man richtig verkostet, für den wird Bier zum Geschmackserlebnis. Wenn man das jetzt sich anguckt, das Bier, es hat eine ganz, ganz satte Trübung.
Und eine ganz fein mussierende Kohlensäure. Das sieht so richtig, wie sie hier aufsteigt. Frank Bettenhäuser, in der 9. Generation Bierbrauer in Baunatal, entwickelte gemeinsam mit seinem Braumeister eine Art Bierschule. Wir merken halt immer mehr, dass gerade im Wein zum Beispiel sehr, sehr viel Inhalt vermittelt wird, das beim Bier leider nie gemacht worden ist. Bier ist ein viel schwierigeres Getränk, viel komplexer. Und man hat sich eigentlich gefragt, warum macht man das nicht? Aber nicht sagen, so einen Finger feucht und dann einfach mal probieren. Eine Lektion des Bierseminars. Geschmack beginnt nicht erst im Mund. Wer nicht sieht und riecht, der schmeckt fast gar nichts. Es schmeckt ein bisschen bitter. Gut, ist ein bisschen bitter. Jetzt probieren wir es mal ohne. Oh. Vorsichtig, nicht so viel. Curry? Das Curry, genau. Freude bei Frank Bettenhäuser, Überraschung bei den Teilnehmern. Wer seine Sinne schärft und sich etwas Zeit nimmt, den schickt Frank Bettenhäuser auf eine Geschmackserlebnistour. Atmen Sie mal ganz tief ein und dann wieder aus. Merken Sie was? Das kommt wieder. Ich habe so einen leichten Anflug von Mandel. Ja, Maracuja vielleicht so in der Richtung. Ich kann das schlecht sagen, was ich schmecke. Ich schmecke Bier. Pilz, Export oder Dunkles. Jeder hat seine Vorlieben. Ob in Baunatal oder in Bad Arolsen. Die hier würden ihr Bier auch mit verbundenen Augen erkennen. Den Beweis, ältestes Brauhaus von Hessen zu sein, hat Dirk Brühne jetzt schriftlich. Dort habe ich auch die Originalurkunde der Klostergründung gesehen. Und die haben mir jetzt auch eine Kopie geschickt. Und die habe ich hier von der Klostergründung aus dem Jahre 1131. Auch Fürst zu Waldeck ist fündig geworden. Ich habe uns im Keller nachgeguckt und habe auch noch im Archiv ein paar Sachen gefunden. Und das ist ein Plan hier. Und zwar ist aus der Zeit 1886. Da gab es einen Pferdeteich und die Brauerei gehörte noch der Fürstenfamilie. Zunächst waren es Pferdegespanne, die das Bier transportierten. Später standen die ersten Lkw vor dem Hofbrauhaus. Das Unternehmen wuchs. Nach der Übernahme durch Heinrich Brühne wurde ein neues Sudhaus gebaut. Die Rezeptur für das Altwaldecker Dunkel entstand. Doch verschwand das Bier bald wieder vom Markt. Es wurde erst 1988 neu produziert. Eigens zur Hochzeit von Fürstin Cecilia und Fürst Wittekind zu Waldeck und Pyrmont. Keine Frage, welches Bier der Fürst auch heute noch bevorzugt. Ja, mir muss das am besten schmecken, weil ich am Tag geheiratet habe. Da werden bei Seniorchef Heinrich Otto Brühne Erinnerungen wach. Also wir hatten schon mal vom Hessischen Rundfunk den Heinz Schenk hier in der Kutte. Der hat bei uns auch in der Pfanne rumgerührt. Ja. Ne? Ja. Ein gutes Bier in Ehren ist hier die Tradition. Einst brauten es die Mönche vor langen Zeiten schon. Und das hat das Bier besser verbessert oder verschlechtert? Ja, das habe ich nachher. Das dauert hier ein paar Monate, bis es dann rauskommt. Ne? Ich dachte, trinken wir Apfelwein. Von wegen. Hier in Arolsen ist das Angebot zu verlockend. Auf Kosten des Hauses serviere ich Ihnen eine besondere Spezialität aus Arolsen, den guten Waldecker Tropfen. Der übrigens gleich um die Ecke gebrannt wird. Feuer und Flamme. Feuer und Flamme, richtig. Das ist eine gute Werbung. Oh, ist der scharf. Oh, boah. Frisch wie Waldecks Wälder. An diesem hochprozentigen Kräuterschnaps scheiden sich die Geister. Seit 1849 wird er in der Schlossstraße von Bad Arolsen nahe dem Hofbrauhaus produziert. Der Destillateur Eckart Herbst ist der Mann, der dafür die vielen unterschiedlichen Kräuter zusammenstellt. Diese Kräutermischung, das gibt mal oder soll mal später grüner Arolser werden. Das ist also ein Kräuterbitter. Deswegen haben wir da auch eben Bitterklee zugegeben zu dieser Teemischung. Und jetzt kommt
Im Gegensatz zu Bitterkehl kommt jetzt Süßholzwurzel. Diese Rezepte, die sind uralt, werden von Generation zu Generation weitergereicht und die sind bei verschiedenen Häusern, Banken sind die hinterlegt. Ob er sich das Rezept jedes Mal wieder durchliest, bevor er seinen grünen Arolser ansetzt? Die Zutaten und die genaue Zusammensetzung will Eckart Herbst nicht verraten, aber ein Blick ins Fass ist erlaubt. Die Kräutermischung wird mit reinem Alkohol getränkt und muss dann einen Monat im Eichenfass ziehen. Sieht ziemlich gesund aus. Gute 4 Wochen muss der Schnaps danach noch einmal ohne die Kräuter ruhen. Die im Fass zurückgebliebenen, vollgesogenen Kräuter werden natürlich nicht weggeworfen. In der über 150 Jahre alten Destille werden ihnen die letzten Aromen entzogen und später dem grünen Magenbitter wieder zugesetzt. Das Urrezept soll von Handwerksburschen aus Thüringen mit nach Arolsen gebracht worden sein. Das Geheimnis des Schnaps ist einmal die Zusammensetzung der Kräuter und dann eben das vorsichtige Abdestillieren, um hier an der Vorlage, was also rauskommt, an Destillaten, das muss man sensorisch, muss man das feststellen, wann ist der Vorlauf, wann ist der Mittellauf, wann ist der Nachlauf. Und das ist eigentlich das Geheimnis eines Destillateurs. Hunderttausende von Litern sind schon durch diese nostalgisch anmutende Apparatur gelaufen. Die Liebhaber des grünen Tropfens gehören nicht unbedingt zur Masse der Schnapstrinker. Wer dieses Getränk bei Magenbeschwerden oder nach dem Essen zu sich nimmt, braucht kein zweites Glas. Das könnten wir verkaufen auf Rezept. Nur wir müssten die gesamte Rezeptur preisgeben. Es müsste also auf jeder Flasche draufstehen, was Inhalt ist. Und damit würden wir die Rezeptur preisgeben. Deswegen können wir das Zeug leider nicht als Arznei verkaufen. Vielleicht ist es so für den Kunden sogar günstiger. An die 60 Schnapssorten produzieren sie hier. Alle werden mit natürlichen Kräutern hergestellt, vor Ort abgefüllt und überwiegend in Nordhessen vertrieben. Der Renner der Firma Kirchner und Menge ist der lieblich schmeckende Kräuterlikör. Kontrastprogramm nach dem harten Einstieg über den grünen Arolser. Oh, da könnte man singen von. Gleich an der Arbeit. Mhm. Hallo. Ja. Wie besorgt man sie denn hier so? Der Gründungsvater des Geschäftes, Hermann Menge, wusste wohl damals schon, was gefällt. Aber nicht nur Kräuter geben Aromen für einen guten Schnaps. Mit Gerste, Roggen, Weizen und natürlich gutem Wasser haben die hessischen Highlands bei Arbergen-Kettenbach eigentlich alles, was man zum Brennen eines guten Whiskys braucht. Hier ist seit einigen Jahren einer dabei, die Kunst des Whisky-Brennens auch im Taunus heimisch werden zu lassen. Holger Höhler beim Einmeischen seines jüngsten Whiskys. Je 1 Sack Malz und Weizenmehl und 3 Sack Maismehl werden im Maisbottich mit Wasser erstmal kalt angesetzt und dann schonend erhitzt. Ja, wir haben hier Mais, Malz und Weizen eingemeischt. Das wird ein Whisky, der einem Bourbon ähnlich sein wird. Doch nun braucht es erstmal ordentlich Dampf in der Hütte. Denn Wasserdampf bringt die Maische auf die richtige Temperatur. Und auch der Destilliervorgang braucht Wasserdampf, damit sich beim richtigen Siedepunkt der Geist des Korns aus der Maische lösen kann und in immer höherer Alkoholkonzentration über 4 bis 5 Destillationsstufen nach oben steigt. Jede Mischung braucht eine andere Temperatur beim Destillieren. Ja gut, es verschiebt sich automatisch durch den Alkoholgehalt. Das ist eine Alkohol-Wasser-Mischung. Ethanol siedet bei 78,3, Wasser bei 100. Je höher der Alkoholgehalt, desto tiefer ist der Siedepunkt. Im nächsten Schritt wird das Destillat abgekühlt. Ein Kondensationsvorgang, der den noch jungen Whisky verflüssigt. Wie beim Edelbrenner Dirke aus Mömbris ist die Anlage auch hier vom Zoll verplombt und gegen Schwarzbrennerei geschützt. Denn der Fiskus kassiert mit der Branntweinsteuer auch bei selbstgebranntem kräftig mit. Holger Höhler verwendet nur den Mittellauf, das Beste vom Whisky. Und eine uralte Messuhr registriert die Menge, die aus der Anlage läuft. Danach wird später auch versteuert.
Noch gleicht der wasserklare Alkohol kaum einem Whisky. Kein Wunder, fehlt doch für das letzte Finish die Reife in einem guten Fass. Höhlers Eichenfässer kommen aus dem Spessart und sie allein geben dem Whisky die ihm eigene Farbe und den unverwechselbaren Geschmack. Immerhin 10 Hektoliter fließen jährlich in die Fässer auf dem Höhlerhof in Kettenbach. Nicht nur Whisky, auch ausgesuchte Obstbrände jeder Geschmacksrichtung sind dabei. Ob Dinkel, Hafer, Roggen, Mais, Whisky kann praktisch aus jedem Getreide gebrannt werden. Mindestens 3 Jahre muss er reifen im Holzfass. Das ist EU-Vorschrift. Holger Höhler hatte seinen ersten Hessen-Whisky, den er Whisky nennt, 2001 angesetzt und 2004 sein erstes Fass aufgemacht. Mit unverhoffter Resonanz bei ausgemachten Whisky-Kennern wie dem Verfasser der Whisky-Bibel Jim Murray. Gleich der erste Tropfen Whisky machte Höhler bei Kennern sozusagen über Nacht berühmt. Ich habe die Probe eingeschickt, habe lange nichts gehört und dann war der Eintrag drin und dass der so ein Erfolg wird. Bester Whisky des europäischen Festlands 2004, das war vollkommen überraschend. Holger Höhler hat mit seiner ursprünglichen Schnaps-Idee die feinen Geschmacksnerven von Whisky-Kennern erreicht. Auch er war neugierig auf den ersten Schluck. Ja, das war einfach ein Erlebnis. Das war was ganz Neues für uns auch, für alle, die dabei waren, die mitprobiert haben. Mal einen Whisky in eigenen Bourbon-Richtung. So die Erinnerung an früher, das war ja auch der Grund, warum wir es überhaupt angefangen hatten, so mal das trinken, was wir früher getrunken haben und das vor allem selbst zu machen. Früher, da ging in der Kettenbacher Dorfkneipe Whisky noch häufig für amerikanische Soldaten über die Theke. Der neue Höhler. Höhler Whisky, international ausgezeichnet, aber er kommt auch im Dorf gut an. Im Hofbrauhaus in Bad Arolsen ist heute Brautag. Oh, gut, Herr Brüne, dass Sie gerade kommen. Können Sie mir mal gerade mit anpacken, bitte? Für das dunkle Malz, das wie das Salz in der Suppe dem Waldecker Dunkel die Farbe gibt, neben Braumeister Martin Erasmi, unser Mitarbeiter, stets den alten Lastenaufzug in Gebrauch. Doch heute kommt eine große Ladung helles Malz aus der Melzerei. Ohne Malz, das aus Gerste produziert wird, geht nichts. Die unterschiedlichen Darrtemperaturen entscheiden über die Malzfarben. Sie bestimmen nicht nur die Farbe, sondern auch den Geschmack des Bieres. In der Mühle wird geschrotet. Wer genau dieses Malz später in seinem gekühlten Bier schmecken will, muss sich ab jetzt gut 8 Wochen gedulden. Es geht im Sudhaus mit seinen klassischen Kupferkesseln weiter. Wasser wird mit dem geschroteten Malz vermischt und auf 78 Grad aufgeheizt. So, ich habe jetzt hier in der Maischepfanne das Malz eingemeischt. Ich befinde mich jetzt hier in der Hauptmaischephase. Das heißt, durch vorsichtiges Aufheizen werden Zucker und Eiweiß gelöst. Und dieser Vorgang dauert ungefähr 2 Stunden. Der Brauprozess vollzieht sich ein bisschen wie von Hexenhand und jedes Detail lässt sich ein Braumeister nicht aus der Nase ziehen. Doch das ist sicher. Nach dem Einmeischen wird abgeläutert, wie der Brauer sagt. Die Maische wird getrennt in Malz, Zucker und Eiweiß, die sogenannte Würze und in den Treber. So, um die Würze zu kontrollieren, muss ich erstmal schauen, ob sie blank gelaufen ist von meinem Umpumpen der Trübwürze. Und natürlich ist es wichtig, dass ich die Würze auch immer probiere. Goldgelb, so wie sie sein soll. Und zuckersüß, da freut sich meine Hefe. Die goldgelbe Würze wird in die Würzepfanne gepumpt. Und im Läuterbottich wird abgetrebert. Im Siebboden bleibt der Treber zurück. Das sind unlösliche Malzbestandteile der Maische. Sie kommen in ein Silo und werden sogar weiterverwendet als Viehfutter. Gut für die Milch der Kühe. Nach 3 bis 4 Stunden ist die Würze in der Würzepfanne gesammelt und wird zum Kochen gebracht. In die kochende Würze gebe ich jetzt den Hallertauer Aromahopfen, den feinsten Aromahopfen, den es gibt. Das ist gemahlener und gepresster Hopfen und gereinigt, der für die Bittere und das Aroma zuständig ist. Dabei muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne.
da das ja schließlich 100 Grad hat. Und den Hopfen lasse ich jetzt in Ruhe kochen. Früher jedoch war das alles nicht so einfach. Ich bin sehr froh, dass ich im 21. Jahrhundert Braumeister bin, denn vor vielen hundert Jahren hat man über offenem Feuer in diesen Kupferschalen die Maische hergestellt, in stundenlanger Arbeit. Dabei musste durch ständiges Rühren ein Anbrennen verhindert werden und das Ganze wurde dann heiß durch Stofftücher gegossen und in solchen offenen Holzbottichen vergoren. Dazu hätte man auch hier in Herborn reichlich Gelegenheit und Auswahl, was das Glas betrifft. Auf 10.000 Exemplare hat es diese Sammlung gebracht. Kein Glas doppelt, nach Ländern sortiert. Und manches seltene Einzelstück hat Manfred Becker erstanden. Ja, das handelt sich um ein handgemaltes Glas aus Böhmen. Diese Gläser sind sehr wenig gefertigt worden, sind heute kaum noch auf dem Markt, also was heißt auf dem Markt, im Sammlerbereich zu erhalten und sind auch relativ teuer. Was zahlt man dafür? Ja, 200, 300 Euro. Je nachdem. Doch das ist längst nicht das teuerste Glas. Hier seine wertvollsten Exemplare. Bis zu 2.000 Euro legen Sammler für so ein Glas mit Emailgravierung hin. Manfred Becker hat mehrere Räume im Keller seines Hauses nur für seine Biergläser und Krüge reserviert. In verschließbaren und beleuchteten Vitrinen. Leidenschaftlicher Biertrinker ist Herr Becker übrigens auch. Natürlich nicht aus der Flasche, nur aus dem Glas. Ihm sei es schon mal gegönnt, doch das Arolser Pils braucht noch, bis es trinkfertig ist. Im Hofbrauhaus von Bad Arolsen ist Martin Erasmi mitten im Brauprozess. So, hier befinden wir uns in unserem Gärkeller. Hier sind die beiden Gärtanks mit einem Fassungsvermögen von ca. 32.000 Litern, wo dem Würzer aus dem Sudhaus die Hefe hinzugegeben wird. Und die Hefe vergärt dann den Zucker und das Eiweiß in Alkohol, Kohlendioxid und Wärme. Das Ganze sieht man hier in diesem Schauglas einmal in klein, wo die Bläschen das aufsteigende Kohlendioxid aus der Gärung nach oben entweicht und man hier schön die Hefe sieht. Jetzt muss sich der Braumeister in Geduld üben, denn nun heißt es reifen. Und zwar in den Tanks, die bis zu 16.000 Liter aufnehmen können. Wir sind im Lager- und Reifekeller. Recht frisch ist es hier. Nach 6 bis 8 Wochen kann das Bier dann nach oben gepumpt werden in die automatische Flaschenabfüllanlage. Doch es geht auch anders. Zum 100-jährigen Firmenjubiläum der Familie Brühne soll gezeigt werden, wie früher Bier abgefüllt wurde. Generalprobe. Braumeister Georg Lechner aus Oelde ist mit seiner Flaschenabfüllanlage aus dem Jahre 1910 gekommen, die in Deutschland einmalig ist. Nach unten. Jetzt läuft das Bier durch das Röhrchen rein. CO2 geht nach oben und entweicht. Geht oben in den Kessel rein. Wenn keine CO2 mehr da ist, kann auch kein Bier mehr runter und die Flasche ist voll dann. Ganz einfache Geschichte. Und dann tun wir den Bügel hoch. Zwischendurch trinken wir auch mal, ist sehr wichtig immer. Auf jeden Fall. So was gibt es nicht alle Tage, so ein gutes Zeug hier. Und zu zweit schafft man da schon 200 Flaschen in der Stunde. Ein historischer Ausflug. Doch Martin Erasmi denkt auch an die Zukunft. Ja, also Bierbrauen heißt natürlich Tradition wahren, aber es sind natürlich immer die Raffinessen des Braumeisters, die da gefragt sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir wird da bestimmt auch noch eine ganz tolle Kreation eines Tages einfallen. Brauen und Brennen in Hessen. Die Tradition bleibt lebendig.